riesiger Dolmen, eigentlich ein künstlich angelegter Hügel, und New Grange liegt 51 Kilometer entfernt von Dublin in Irland. Dieser Dolmen ist definitiv über 5000 Jahre alt. Was Sie hier sehen, ist der Eingang zum Dolmen und gleich drüber eine rechteckige Öffnung. Und die hat's in sich, denn diese Öffnung ist absichtlich gemacht worden von den seinerzeitigen Erbauern vor Jahrtausenden. Jedes Jahr nämlich, am 21. Dezember, ereignet sich durch diese Öffnung ein Wunder. Ein Wunder, das eigentlich nicht in die Steinzeit passt. Die Sonne geht auf und wirft einen schnurgeraden Strahl exakt durch die Öffnung, quer durch den Gang hinein. Die ganze Strecke sind immerhin über 27 Meter bis in den hintersten Teil des Dolmens. Dort liegen verschiedene Steinbrocken mit Gravuren, mit Zickzacklinien, mit rätselhaften Symbolen und Zeichen obendrauf. Der Lichteffekt ist derart dramatisch, dass vom hintersten Punkt des Dolmen aus die Decke, alle Winkel ausgeleuchtet werden. Und all das ist Planung gewesen, Planung vor über 5000 Jahren. Im Dolmen selbst übrigens hat man nie ein Grab gefunden. Wer errichtet so etwas? Wieso? Genau astronomisch ausgerichtet, mit einem unsagbaren Aufwand von Material. Zuerst mal, der Hügel musste planiert werden. Der ganze Dolmen liegt nämlich nicht flach, er liegt auf schrägem Grund. Dann hat man die großen Megalithen aufgebaut, schließlich Millionen von kleineren Steinen draufgelegt und über der Eingangsöffnung dieses kleine Rechteck angebracht. Wenn ein einziger der Steine in der falschen Reihe steht, kann man den Lichteffekt nicht erkennen, denn der Laserstrahl der Sonne geht nämlich nicht durch. Auch die Öffnung, die rechteckige, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner und nichts stimmt mehr. Hier waren steinzeitliche Planer am Werk, steinzeitliche Astronomen, die eigentlich nicht in die Steinzeit passen. Und genau das ist es, was mich ärgert. Ich zeige Ihnen mehr davon. Stonehenge dürfte allgemein bekannt sein. Weniger bekannt ist, dass die Ringe von Stonehenge, die Steinkreise, exakt den Bahndaten der Planeten unseres Sonnensystems entsprechen. Natürlich den durchschnittlichen Distanzen im Zentrum. Also wäre Merkur, dann kommt Venus, dann kommt die Erde, dann kommt Mars. Aber zwischen Mars und Jupiter ist eine riesige, unnatürliche Lücke. Da bewegt sich der Asteroidengürtel. Erst dann kommt Jupiter, hier markiert durch den sogenannten Heelstone, den Fersenstein. So weit, so gut. Aber niemand aus der Steinzeit konnte etwas wissen vom Asteroidengürtel. Das sind aber Tausende von Gesteinsbrocken. Und dazu braucht es sehr starke Teleskope, um die überhaupt auszumachen. Zudem, das Rätsel wird noch fantastischer, Stonehenge liegt in einer geometrischen Reihe. Sie sehen es gleich, eine schnurgerade Strecke und dann entsteht ein Dreieck. Wobei im Dreieck die Distanzen von einem Punkt zum anderen immer gleich groß sind und die Winkel sind gleich groß. Heute stehen an dem Punkt Kathedralen oder Kirchen, aber in der Steinzeit waren das vorgeschichtliche Heiligtümer von sogenannten Heiden, wie wir sagen. Müssen aber ganz toll geplant haben, diese Heiden. Und das nicht nur in England, das erlebt man auch bei uns. Was haben die Städte Wiesbaden, Neoberg, Worms oder Speyer miteinander? Sie liegen auf einer geraden Linie. Und zwar immer jeweils die Dome oder Kathedralen. Dasselbe bei Aachen, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, Donaustauf. Wie kommt das zustande? Es ziehen sich sogenannte heilige Linien quer durch Europa. Unter jedem Sternchen befindet sich ein steinzeitliches Heiligtum. Wen wollen wir dafür verantwortlich machen? Wer hat unseren steinzeitlichen Vorfahren befohlen, sie hätten gefälligst von Nord nach Süd und von Ost nach West ihre Heiligtümer auf einer schnurgeraden Kette zu errichten? Wiederum steckt Planung dahinter. Hier bei diesem Beispiel wird es absolut grotesk. Nicht nur ist die Linie ein paar tausend Kilometer lang, zieht über die Alpen, sondern jeder Ort hat denselben Wortstamm. Kontrollieren Sie mal. Das fängt an bei Galle, Montalle, Lalex, Lalexon, Lalesi, Lales und so weiter bis unten in Sizilien nach Galles.
Ehrenwerk muss unseren Vorfahren befohlen haben. Heiligtümer, ja, aber nur auf einer geraden Kette. Wieso? Was steckt dahinter? Und diese Linien gibt es von Ost nach West, von Nord nach Süd, quer über Europa. Sie ziehen sich weiter über den ganzen Globus. Irgendwer muss geplant haben, ob es uns passt oder nicht. Und dies in der Steinzeit, vor langer, langer Zeit. Hier noch ein Beispiel, das mich besonders fasziniert. Die nächste Strecke ist absolut verrückt. Sie zieht sich vom Mittelmeer hinüber an den Atlantik. Über Spanien, und zwar über die Pyrenäen. Jedermann weiß, die Pyrenäen, das sind Gebirge, es geht also bergab und bergauf. Heute nennt man die Strecke Jakobsweg. In Urzeiten nennt man sie die Sternenstraße. Wie auf einer Perlenkette aufgeregt, zieht sich die Linie vom Mittelmeer hinüber. Und jetzt passen Sie mal auf. Jedes Kaff, jedes Örtchen aus der Steinzeit hat denselben Wortstamm und denselben Wortbegriff. Natürlich in der jeweiligen Landessprache. Wenn Sie beim Mittelmeer anfangen, Lesetei, Sterne, Lysenac, Estion, Lissara heißt immer Sterne. Der Zielort Santiago de Compostela, Stella, ist der Stern. Irgendwer hat unseren Vorfahren nicht nur befohlen, schnurgerade Ketten zu machen mit den Heiligtümern, sondern darauf zu achten, dass jedes Örtchen das Wort Stern enthält. Wie ist das möglich? Wer waren die Planer? Und warum? Aber Europa ist unheimlich. Da gibt es in Frankreich, in der Bretagne, unten bei der Atlantikküste, Tausende und Abertausende von Steinkolonnen in schnurgeraden Reihen. Man nennt sie Menhire. Übrigens, die Brocken sind alle aus Granit, angelegt für die Ewigkeit. Seit Generationen rätseln wir, was ist das? Was brachte unsere steinzeitlichen Denker dazu, Abertausende von Granitblöcken in schnurgeraden Reihen aufzurichten? Es gab mal ein Gerücht, das alles habe etwas mit Sternen zu tun. Es gab aber keine astronomischen Verbindungen. Dann meinte man, das sei doch alles nur ein Friedhof, das seien Grabsteine. Man hat keine Gräber gefunden. Bretonische Bauern hatten die unglückliche Idee, die Steine selbst enthalten etwas. Jetzt kamen sie mit Vorschlaghämmern daher und hackten auf den Steinen rum. Natürlich war nichts drin. Dann meinte man, das hat was mit Kalender zu tun, mit Sommer-, Wintersonnenwende. Auch diese Rechnung ging nicht auf. Erst in unserer Zeit, als man die riesigen Anlagen aus der Luft fotografierte und später die Bilder zusammensetzte, stellte man fest, die Steinkolonnen stehen überhaupt nicht zufälligerweise in der Gegend. Dahinter steckt Geometrie, jahrtausende alte Geometrie, die nicht in die Steinzeit passt. Schauen Sie mal. Die Winkel sind immer dieselben, die Strecken sind dieselben. Immer 2860 Meter oder genau die Hälfte davon. Und immer dieselben Winkel. Pythagoras, seine Dreiecke, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Aber das da ist Jahrtausende älter als Pythagoras. Pythagoras ist nicht zuständig. Wer wiederum gab unseren steinzeitlichen Vorfahren die Anweisungen, den Befehl, schleppt mal Steine her, gleich Zehntausende. Und nicht irgendwie, sondern genau in den Linien, die wir euch befehlen. Und warum überhaupt? Was sollen irgendwelche Fremden, Hellgeister oder Außerirdische davon gehabt haben, unseren Vorfahren zu befehlen, Steinkolonnen in schnurgeraden Richtungen auszustellen, aber immer mit denselben Distanzen und denselben Winkeln. Eine geometrische Botschaft aus der tiefen Vergangenheit. Nur am Rande, vor 10, 12 Jahren kam in den USA mal ein Gerücht auf. Man hat die Frage aufgeworfen, nehmen wir an, eine außerirdische Intelligenz würde aus der Ferne uns Menschen beobachten, unseren Planeten. Wie könnten wir denen da draußen signalisieren, dass es uns überhaupt gibt? Ein amerikanischer Professor meinte, ganz einfach, im mittleren Westen der USA, das ist da, wo es flach ist, man spricht von der Kornkammer, legen wir ein gigantisches Dreieck aus Korn an, also ein Kornfeld in Dreiecksform, aber groß, Seitenlänge, so 100 Kilometer, exakt im selben Winkel. Und mitten in das Dreieck hinein pflanzen wir einen perfekten Kreis mit Mohnblumen. Und die Außerirdischen, die uns betrachten, würden jedes Jahr mit Erstaunen feststellen, eigenartig, auf einem Kontinent da unten auf der Erde entsteht ein gelbbraunes Dreieck und mitten darin ein perfekter roter Kreis. Das kann doch kein Zufall sein. Und wir hätten denen signalisiert, dass es uns gibt.
vielleicht ganz ähnlich hier in Frankreich, in der Bretagne. Irgendwer aus der tiefen Vergangenheit will uns signalisieren, es hat uns gegeben, uns Denker, uns Geometer, uns Planer oder eben uns Außerirdische. Das sind Zeichen für die Ewigkeit, denn diese gigantischen Granitkolonnen sind nicht kaputt zu kriegen und sie stehen auch da seit Jahrtausenden. Ein anderes Beispiel, genauso verblüffend und passt wunderbar in die Reihe, liegt in Griechenland. Was Sie sehen, ist Delphi. Delphi ist der heilige Ort zu Ehren des Gottes Apollon. Apollon war der Sohn von Zeus. Die Legende behauptet, Apollo sei mit einer Himmelsbarke hier in Delphi herniedergestiegen, nicht zufälligerweise. Er sah Menschen und er wollte die Menschen studieren, so wie das heute vielleicht Ethnologen machen würden. So entstand Delphi. Apollon hat den Menschen zuerst mal beigebracht, wie man Bauwerke am Hang, am Berghang errichtet. Er zeigte ihnen, wie man Häuser baut. Er hat ihnen Astronomieunterricht gegeben. Natürlich ein paar Kenntnisse in der Medizin. Sein Sohn ist Aesculap oder Asklepios, heute noch der Schutzpatron aller Ärzte. Von Apollon wird weiter berichtet, jedes Jahr zweimal habe er Delphi verlassen mit seiner himmlischen Barke, sei in ein fernes Land jenseits der Nordwinde geflogen und von dort wieder zurückgekommen. Tatsächlich gibt es eine schnurgerade Linie, die führt von Dänemark quer über die Alpen und endet punktgenau in Delphi. Und Delphi selbst ist viel älter als das klassische Delphi. Oben sehen Sie die Plattform des Apollontempels. Unten die Steine, das sind Monolithen aus der Steinzeit. Zuerst war das Heiligtum da, so ähnlich wie ein Wallfahrtsort heute. Und erst später im klassischen Griechenland hat man eine Terrasse drauf gemacht, eine Plattform zum Apollontempel. Und dann ist festgestellt worden, das gesamte antike Griechenland steht unter einem geometrischen Raster. Nichts hier ist Zufall. Alle antiken Orte sind miteinander durch dieselben Distanzen, den goldenen Schnitt, sehr oft auch durch dieselben Winkel verbunden. Wie bitte soll das gehen? Griechenland ist ein gebirgiges Land. Da geht's rauf und runter. In Griechenland hat man oft Meeresbuchten, dann hat man wieder große Strecken, zum Beispiel runter nach Kreta. Das kann man nicht vom bloßen Auge überblicken. Irgendwer hat den griechischen Vorfahren, den steinzeitlichen Vorfahren, befohlen. Macht eure Heiligtümer hier, nur da und sonst nirgendwo. Nur bitte, wieso? Die alte Frage. Sie, verehrte Zuschauer, können dieses Spielchen ganz leicht kontrollieren. Nehmen Sie eine Griechenlandkarte und alles, was Sie brauchen, ist ein Zirkel. Jetzt pflanzen Sie das Zentrum des Zirkels auf irgendeinen archäologischen Punkt, den es im alten Griechenland gab. Und mit dem Zirkelarm greifen Sie auf einen anderen archäologischen Punkt. Und dann machen Sie den Kreisbogen. Der Kreisbogen wird immer mindestens zwei Orte berühren. Das ganze Spiel können Sie 42 Mal machen. Jeder Zufall ist ausgeschlossen. Hier zum Beispiel von Epidauros runter nach Knossos auf Kreta haben Sie keine Verbindung mit den Augen. Genauso wenig wie von Chalkis rüber nach Izmir. Izmir ist das steinzeitliche Smyrna. Es ist geplant worden. Definitiv. Man kann es beweisen. Aber niemand in unserer Welt scheint sich darüber aufzuregen. Wir leben träge dahin, erschlagen von den Alltagsnachrichten. Dabei ist unsere Vergangenheit derart unheimlich, dass wir nicht alle in die Socken steigen müssten und Vorgeschichte studieren müssten. Hier stimmt etwas nicht. Und das ist beweisbar. Wieso regt sich niemand auf? Da stellt sich die Frage, wann? Wann war das? Wann haben unsere steinzeitlichen Vorfahren Tausende von Menhire in schnurgeraden Linien aufgerichtet? Wann hat irgendwer unseren Vorfahren befohlen, ihr müsst die Heiligtümer wie auf Perlenschnüren auf einer Strecke errichten? Wann hat jemand den alten Griechen gesagt, ihre Heiligtümer ja, aber nur dort und dort und dort und dort? Wann war denn das? Da gibt es ein paar Hinweise und die sind sehr überzeugend. Das Bild hier zeigt Malta, die kleine Insel Malta im Mittelmeer. Da befinden sich so komische Linien, man nennt sie Kartruts. Irgendwie erinnern Sie an
vergammelte Bahngeleise oder Straßenbahngeleise. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Diese Rillen verlaufen in der Tiefe des Mittelmeers. Also ist das Wasser gestiegen. Die Frage nach dem Wann? Es muss vor der letzten Eiszeit gewesen sein. Jetzt kann man argumentieren, im Mittelmeer? Nee, nicht nur. Ich gehe nochmals zurück in die Bretagne, nach Frankreich, dort, wo die Zehntausende von Steinen stehen. Hier sind wir auf dem kleinen Inselchen Gavrini. Und wie Sie sehen, Menhirkolonnen versinken schnurstracks im Wasser. Sie sehen am Bildrand, es ist Ebbe. 12 Meter tief bei Ebbe liegen zwei Steinkreise. Das Wasser muss gestiegen sein, sowohl im Mittelmeer wie auch im Atlantik. Es gibt Luftbilder, da erkennt man sogar Unterwasserstrukturen. Jahrtausende, Jahrzehntausende alt, niemand weiß es. Mittelmeer, Atlantik und wie wär's drüben? Im riesigen Pazifischen Ozean. Da hat man an der Südspitze von Japan Unterwasseranlagen entdeckt. Definitiv künstlich. Vor ein paar Jahren habe ich mich aufgeregt. An irgendeiner Fernsehsendung war ein deutscher Wissenschaftler, schwamm da auch rum und kam hinterher und sagte, das müsse natürlich sein. Offenbar deshalb, weil er es nicht verkraften kann, dass hier unterirdische Anlagen existieren, vom Wasser überflutet, Jahrzehntausende alt, vor der letzten Eiszeit. Das Ganze ist definitiv künstlich und niemand soll weiter daherkommen und sagen, die Natur habe das gemacht. Die Natur ist für vieles verantwortlich, aber nicht für das, was wir hier unter Wasser sehen, vor der Südküste von Japan. Mittelmeer, Atlantik, Pazifik, überall ist das Wasser gestiegen. Heute redet alles vom Klimawechsel und das Wasser würde steigen. Ich bestreite keine Sekunde, dass wir einen Klimawechsel haben. Den gab es nämlich immer. Man kann es ja beweisen mit diesen Bildern. Das Wasser ist auch vor x Jahrtausenden gestiegen. Die Frage, die man zum Klimawechsel ganz berechtigt aufwerfen darf, ist, ist denn wirklich CO2 schuld am Klimawechsel? Es gab doch vor Jahrtausenden gar keine Industrien und keine Autos. Es wurde kein künstliches CO2 hergestellt. Was war denn damals die Schuld für den Klimawechsel? Und dass er stattgefunden hat, kann man beweisen. Mittelmeer, Atlantik, Pazifik, das Wasser ist gestiegen. Was sagen wir dazu? Nicht nur in Europa, auch im fernen Südamerika stimmt's nicht. Übrigens, verehrte Zuschauer, ich zeige in diesem Vortrag Däniken total ein paar der verrücktesten Dinge, die es tatsächlich gibt. Aber nicht nur Wiederholungen der Wiederholung wegen. Ich möchte demonstrieren, was ist passiert seither, seit dem letzten Mal. Gehen wir nach Südamerika. Das ist Nazca. Diese berühmte Wüstenfläche liegt rund 500 Kilometer südlich von Lima in Peru. Normalerweise, wenn Sie hier am Boden stehen, ist einfach Wüste. Sand, Schottergestein, schaut so aus wie die Steine auf unseren Eisenbahnschienen. Und im Boden drin findet man Linien. Man nennt diese Linien Scharzeichnungen. Sie sind aus dem Boden rausgekratzt worden. Üblicherweise sieht man nichts. Hier hat man es sichtbar gemacht, weil man ein bisschen Kreidepulver dazu geblasen hat. Drei Dinge muss man unterscheiden in diesem Nazca. Die Figuren, das hier nennt man Labyrinth. Die Eingeborenen sagen Las Figuras. Dann die Linien, gemeint sind die schmalen Linien. Man nennt sie Las Linias. Und dann die breiten Linien. Die erinnern irgendwie an vergammelte Flugpisten. Sie beginnen abrupt und enden abrupt. Natürlich sind es keine Flugpisten, aber die Eingeborenen sagen dazu Las Pistas. Drei Dinge also. Las Figuras, Las Linias, Las Pistas. Die längste der Las Linias ist sage und schreibe 23 Kilometer. Schnurgerade über Stock und Stein und Berg und Tal. Und an zwei Punkten in dieser rätselhaften Wüstenfläche von Nazca kommen die Linien strahlenförmig, sternförmig, von überall her zusammen. Man weiß nicht wieso. Man weiß nicht, was drunter ist. Natürlich hat man zu graben versucht. Außer ein bisschen Feuchtigkeit hat man nichts gefunden. Nazca ist eines der Rätsel. Auf diesem Bild sehen Sie Las Pistas, eine breite Linie, und rechts und links flankiert Las Linias. Sehr, sehr eindrücklich. Es wimmelt
von Theorien über dieses Nazca. Alle zwei, drei Jahre kommt eine neue Theorie. Ich kenne mindestens 20 davon, habe sie in meinem Buch Zeichen für die Ewigkeit aufgeführt. Da wird behauptet, es sei ein Kalender gewesen. Es gab nichts Kalendarisches. Es wird behauptet, es seien astronomische Ausrichtungen gewesen. Stimmt auch nicht. Übrigens, wie man hier sieht, die längste der sogenannten Las Pistas ist 3,8 Kilometer lang. Endet abrupt, beginnt abrupt. Die Idee, das sei der Flughafen für Außerirdische, stammt übrigens nicht von mir. Kommt doch in meinen Büchern nie vor. Ich habe tatsächlich gesagt, schaut aus wie ein Flughafen oder wie vergammelte Flugpisten, aber nicht, es seien vergammelte Flugpisten. Die Theorien. Das Neueste, was man liest, es handelt sich hier um Prozessionsstraßen. Herrliche Prozessionsstraßen. Was sind eigentlich Trampelpfade, die dazu führen? Nun wusste ich, dass in Nazca Frau Maria Reiche ihr Leben geopfert hat. Frau Reiche ist eine Mathematikerin und Geografin. Sie kam aus Dresden. Deshalb hat die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden in Nazca bestimmte Messungen gemacht. Ich kannte die Arbeiten der Dresdner Professoren, habe mich an die Gelehrten in Dresden gewandt, kam mit einem Bündel von Fotos aus Nazca, habe ganz bestimmte rote Markierungen gemacht und habe gesagt, ich hätte hier einen Forschungsauftrag, für den die Erich von Däniken Stiftung auch aufkommt finanziell. Ich möchte mal ganz andere Fragen stellen als die von archäologischer Seite. Zum Beispiel, wie schaut es hier aus mit dem Leitwiderstand des elektrischen Stroms? Was um Gottes Willen soll das sein? Geben Sie an irgendeinen Punkt, hier am Tisch zum Beispiel, 200 Volt rein. Haben Sie ein Messgerät, 4 Meter entfernt, und messen Sie, ist der Strom geflossen. Im Sand zum Beispiel fließt der Strom nicht. Auf Keramik fließt auch kein Strom. Das sind Isolatoren. So, ich wollte wissen, wie schaut es in der Wüste von Nazca aus? Mach doch ein paar Messungen. Ist der Leitwiderstand des Stroms in der Wüste wie erwartet nichts? Und dann geht auf die sogenannten Las Pistas. Ist der Leitwiderstand derselbe? Die Gelehrten haben es getan. Und siehe da, da kam die erste Überraschung. Auf den sogenannten Las Pistas, also den Breitlinien, war der Widerstand des elektrischen Stroms gleich 8000 Mal höher als nebendran im Sand. Eine echte Verblüffung. Dann entdeckte man in Nazca an verschiedenen Orten Magnetfelder, gemessen mit einem modernen Cäsium-Magnetometer. Der Zeiger der Skala war am Ende des Anschlages. Der Drucker hat nur noch einen roten Strich gemacht. Man weiß nicht, woher diese Magnetveränderungen kommen. Man konnte sogar die Tiefe anmessen. Es geht um Magnetveränderungen 2,5 Meter tief im Boden. Wie ist das zu verstehen? Sie sehen hier die roten Punkte, sind Veränderungen im Magnetfeld. Sehr, sehr stark. Irgendetwas geht hier nicht auf. Da gibt es in Nazca einen Berg, der ist künstlich abgeschnitten. Und mittendrin so etwas wie eine Las Pista. Wiederum beginnt sie abrupt, endet abrupt. Dass der da künstlich abgeschnitten ist, können Sie erkennen am Umfeld. Die Berge ringsum kommen von zwei Seiten auf die Bergkuppe zu. Der da nicht, den hat man künstlich flach gemacht. Und unter der Las Pista Zickzacklinien. Die sind definitiv älter als die La Pista, die drüber ist. Zuerst war die Zickzacklinie. Wer macht so etwas? Und wozu? Hier unter den Zickzacklinien sind Magnetveränderungen gemessen worden in 2,5 Meter Tiefe. Wie ich vorhin sagte, so stark, dass der Zeiger des Messgeräts am Ende, am Anschlag war. Am Anfang dieser Las Pista, wieder so etwas Komisches. Man weiß nicht, was es war. Eine Linie. Da stand ein kleines Bauwerk aus Steinen, so 2,5 Meter Seitenlänge. Natürlich meinen die Fachleute der Archäologie, es handelt sich um irgendeinen Tempel. Aber niemand fragt, wieso hier ein Tempel, wenn auch schon ein kleiner Tempelchen errichtet wird an dieser Stelle. Warum? Was soll das überhaupt? Die Variante von Prozessionsstraßen scheint mir persönlich ziemlich unsinnig. Sicher haben die Nazca-Indios irgendwann mal Prozessionen durchgeführt. Aber der Ursprung, der Anfang von Nazca, ist eine ganz andere Geschichte. Irgendetwas hat hier stattgefunden. Was könnte es gewesen sein? Ich weiß, verehrte Zuschauer, und ich weiß das definitiv, weil ich darüber nun wirklich zu viel weiß. Ich weiß aus der antiken Literatur,
dass vor vielen Jahrtausenden mal Außerirdische dagewesen sind. Unsere steinzeitlichen Vorfahren begriffen nichts. Sie meinten irrtümlicherweise, die Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Das ändert nichts daran, so ist es überliefert worden, so steht es in den heiligen Büchern, in den Mythen und Legenden unserer Vorfahren. Diese Außerirdischen kamen von weit her. Irgendwo musste mal ein Mutterraumschiff in Position gehen, um die Erde. Aus dem Mutterraumschiff kamen kleine Zubringerraumschiffe, wir würden heute sagen Space Shuttles, und besuchten die Erde. Die Außerirdischen haben sich vermutlich so ähnlich vernommen, wie sich heute Ethnologen benehmen. Sie haben halt ein paar Menschengruppen studiert. Später wanderten die Außerirdischen in die Legenden ein, zum Beispiel in Griechenland unter Apollon oder Hermes. Vermutlich nach einer langen, langen Raumfahrt benötigen die Außerirdischen Energie. Was immer das ist, was immer sie gesucht haben, vielleicht Uran oder irgendetwas Mineralisches. Jetzt schickt man einen automatischen Roboter in ein Gebiet, in dem niemand wohnt. Nazca in Peru ist ideal dafür. Das beobachtet man auch der Luft. Da ist niemand. Und der Roboter rattert über den Boden und macht ein paar Gesteinsproben. Nimmt vielleicht irgendetwas mit. Das wird dann später im Mutterraumschiff analysiert. Und zwei, drei Eingeborene beobachten das. Da kam etwas vom Himmel. Es ist über die Wüste gerattert. Es hat eine Spur zurückgelassen. Die Eingeborenen begreifen es nicht. Die haben ja keine Ahnung von Technik. Sie rennen nach Hause, erzählen es überall. Und jetzt kommen andere. Der Ort wird zum Wallfahrtsort. Man sieht die Spur, welche der Roboter seinerzeit zurückgelassen hat. Aber die Eingeborenen meinen, die Götter hätten das getan. Die Götter hätten vorgeschrieben, man müsse Linien, Spuren machen. Jetzt fangen die Eingeborenen an. Überall ziehen sie Linien. Lange, schmale, breite, dicke, dünne. Man wartet auf die Götter. Aber die Götter zeigen sich nicht mehr. Irgendein Priester hat eines Tages eine gute Idee. Priester haben immer gute Ideen. Und er schlägt vor, wir müssen den Göttern Figuren zeigen. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir sie erwarten, dass sie willkommen sind, dass wir Nahrung für sie haben. Jetzt fangen die Eingeborenen an, Figuren in den Boden zu ziehen. Von Fischen, Vögeln, Affen, Spinnen etc. Aber alles derart überproportioniert. So gigantisch, dass man es nur aus der Luft erkennt. Das ist meine Idee gewesen. Irgendetwas stimmt hier in Nazca nicht. Man hat den Leitwiderstand des elektrischen Stroms gemessen. Er stimmt nicht, mit 8000 Mal Unterschied. Man fand Magnetfelder unter dem Berg mit Zickzacklinie. Nicht nur das. Man fand im Boden drin kristalline Strukturen. Herauskam im Elektronenrastermikroskop, es handelt sich um kristallines Glas. Und an bestimmten Stellen gab es Anhäufungen, und zwar gefährliche Anhäufungen, von Arsen. Das Zeug ist hochgiftig. In Nazca stimmt etwas nicht. Das können wir beweisen. Das Neue daran sind die wissenschaftlichen Resultate, die im Auftrag der Erich von Däniken Stiftung gemacht worden sind. Die Resultate können Sie gerne bei uns einsehen. Wir schicken Ihnen die gratis und franco. Und die Geschichte geht weiter. Wenn ich sage, in Nazca stimmt etwas nicht, können wir es belegen. Aber wir wissen nicht, warum etwas nicht stimmt. Also haben wir einen neuen Auftrag erteilt. Diesmal sollen Sonden angesetzt werden. Wir möchten wissen, wieso die Magnetfelder verändert sind. Wir möchten wissen, wieso kristalline Strukturen von Glas im Boden liegen. Die Antwort, die kommt dann vielleicht in einem Jahr auf den Tisch. In Südamerika gibt es nicht nur Nazca. Es gibt einen anderen Punkt, der mit Göttern, mit sogenannten Außerirdischen zu tun haben könnte. Der Ort heißt Pumapunku. Pumapunku liegt oben am Titicacasee, rund 4000 Meter hoch. Und was man nicht versteht, da liegen gigantische Plattformen kreuz und quer herum aus Andesit und Diorit. Diorit ist so ein grau-grünes Tiefengestein. Es hat den Härtegrad 8. Was ist das Härtegrad? Das härteste, was wir von den Mineralien haben, ist der Diamant. Diamant hat den Härtegrad 10. Härtegrad misst man nach einer ganz bestimmten Skala. Man nennt das die Mohnsche Skala. Sie brauchen etwas Härtes, um etwas anderes zu ritzen. Und damit überhaupt ein Ritz entsteht, muss das, womit sie ritzen, härter sein als das, was geritzt wird. Der Härtegrad von Diorit ist 8, gleich wie Granit. Um solche gigantische Plattformen zu planieren, zu zerschneiden,
zu schleifen, wie Sie es hier sehen, brauchen Sie etwas, das härter ist als der Härtegrad 8. Die Fachwelt meint, wir hätten es hier mit den Überresten eines Tempels der Aymara zu tun. Die Aymara, das sind die Hochland-Indio. Die Hochland-Indio beherrschten keine derartige Technik. Die Plattformen waren ursprünglich zusammengeheftet mit irgendwelchen Klammern. Man sieht hier die Klammerverschlüsse. Und schon 1965, als ich zum ersten Mal da oben war, fanden wir im Boden stets so Röhren oder Leitungsstücke. Mach mal zwei nebeneinander. Jetzt könnte man sagen, naja, die zweite Leitung lag mal unten, war die eigentliche Rinne, in der das Wasser geflossen ist. Und über die Jahrtausende hat sich das verschoben. Dem war nicht so. Wir fanden Leitungsstücke und zwar nur die oberen Teile. Die unteren existierten nicht. Auszuschauen wie Beton. Heute noch. Das ist kein moderner Beton. Es ist uralt. Ich stand vor Eckstücken. Da war ich überzeugt, da müssen Unterteile drunter liegen. Stemmeisen wurden geholt. Wir haben die Dinge raufgebrochen. Es gab keine Unterteile. Wozu dienten diese Dinge? Vor über 150 Jahren ist der Schweizer Reiseschriftsteller Johann Jakob von Tschudi da oben gewesen. Und er kam an diesem Block hier vorbei, bestaunte ihn und sagte, schaut aus wie ein Schreibtisch. Deshalb nennt man ihn El Escritorio, der Schreibtisch. Natürlich ist es kein Schreibtisch. Niemand weiß, wozu diese rechteckigen Fächer eigentlich gedient haben. Dieser Block hier ist auch Diorit, ist nur 1,10 Meter hoch. Jetzt achten Sie bitte mal auf den Schliff. An der Vorderkante, an der Seitenkante. Und dann eine Rille. Haarscharf von oben nach unten gezogen. Alle paar Millimeter ein Loch hineingebohrt. Wenn das Steinzeitleute gewesen wären, Steinzeittechnik, hätten sie die Rille in dieser Form gar nie in den Diorit gebracht. Warum denn nicht? Jedes Steinzeitwerkzeug läuft spitz zu. Ob Sie jetzt Steinhammer nehmen, meinetwegen noch Eisen, Kupfer, läuft spitz zu. Jetzt müssen Sie das ansetzen. Und dann schlagen Sie mit dem Hammer oben drauf. Jetzt kriegen Sie die rechtwinklige Rille gar nicht hin. Wegen dieser spitzen Form schlagen Sie die äußeren Kanten immer weg. Hier ist gefräst worden. Von wem? Mit welcher Technologie? Wenn Steinzeitleute einen Block zubereiten und bestimmte Aussparungen freilassen, dann natürlich deshalb, damit ein Gegenstück darauf einrasten kann. Dazu steckt aber Planung. Die Aymara, die es gewesen sein sollen, hatten nicht mal eine Schrift. Die Planung ist derart kompliziert. Verschiedene Ebenen, verschiedene Ausbuchtungen. Unten im Bild, ziemlich links, sehen Sie ein Quadrat. Ich habe es mit dem Buchstaben P markiert. Ein derartiges Quadrat können Sie mit keinem Steinzeitwerkzeug in dieser Präzision aus dem Block rausschreiben. Hier ist modernste Technik angewandt worden. Von wem denn eigentlich, wenn es die steinzeitlichen Aymara nicht gewesen sein können? Die hatten weder Planung, die hatten weder Schrift. Die größten Plattformen waren über 400 Tonnen. Die steinzeitlichen Aymara hätten nicht mal eine 100 Tonnen Plattform transportiert. Wir haben uns die Mühe gemacht. Wir haben 24 dieser Blöcke millimetergenau vermessen lassen. Natürlich durch die zuständigen Fachleute. Wieder zu Hause haben wir ein Computerprogramm gemacht, wollten wissen, was aufeinander passt. Und siehe da, man kommt sich vor wie der Dummkopf, denn es handelt sich um vorfabrizierte Elemente, so wie ein Lego-Bausatz. Das passt in die Steinzeit wie die Faust aufs Auge. Wer war hier tätig? Ich habe vorhin über Nazca gesprochen, habe gesagt, irgendein Roboter, der von einem Mutterraumschiff ausgeschleust wurde, hat die erste Linie in den Boden von Nazca gefräst. Ich könnte mir vorstellen, dass dieselben außerirdischen Ethnologen da oben waren, am Titicacasee. Die Eingeborenen haben sie bestaunt, haben Angst gehabt vor ihnen. Nach einiger Zeit hat man das Sprachproblem gelöst. Die Außerirdischen haben nach ihren Energiequellen gesucht und eine andere Gruppe von Außerirdischen hat ein Basislager errichtet. Wieso denn das? Unsere Bergsteiger am Himalaya und sonst irgendwo in der Wüste legen auch Basislager an. Man will ja nicht den ganzen Krempel, die Technik, die man bei sich hat, Kilometer weit mitschleppen. Die brauchen ein Basislager. Und so machen sie mit ihrer Technologie ein paar sichere Steine, geschützt vor Mensch und Tier. Übrigens, die Legenden da oben, es gibt
Aymara-Legenden, Inka-Legenden, die sagen, Pumapunku sei in einer einzigen Nacht errichtet worden durch die Götter. Kein Mensch habe hier gearbeitet. Als die Spanier ins Hochland kamen, lag das alles schon da. Die Spanier haben die Inka-Herrscher gefragt, was ist denn das? Die sagten dasselbe. Kein Mensch habe daran gearbeitet, das seien die Götter gewesen. Irgendwann haben die sogenannten Götter, die Außerirdischen, ihre Arbeit erledigt und sie verschwinden wieder. Und übrig bleibt diese Präzisionsmauer. Jetzt kommen die Eingeborenen mit ihren Fingerkuppen, greifen sie daran. Die exakten Kanten, sie flüstern, das haben die Götter gemacht. Das Gerücht entsteht, hier ist ein Werk der Götter. Das Gerücht geht bis ins hinterletzte Tal. Jeder will sehen, was die Götter gemacht haben. Sie pilgern hoch an den Titicacasee. Und jetzt fangen die Eingeborenen an. Natürlich immer die Priester, die die Ideen haben, sagen, wir müssen den Göttern zu Ehren einen Tempel errichten. Zuerst ist es eine kleine Plattform, dann etwas kleines Tempelchen, dann etwas größeres und so weiter. Der Ort wird zum Wallfahrtsort. Gleich neben Pumapunku steht Tiahuanacu, eine steinzeitliche Anlage, die ist nun definitiv von vorinkaischen Stämmen entstanden. Aber nicht das da. Pumapunku ist der Überrest eines Basislagers. Der Stilbruch ist durchaus erklärlich. Das Ältere, das zuerst war, hat eine höhere Technologie, eine höhere Präzision in der Bearbeitung von den Werkzeugen her. Das Zweite, was später kam, ist nachweisbar und den vorinkaischen Stämmen zuzuweisen. Diese Idee muss nicht nur deshalb falsch sein, weil sie von mir kommt. Ich habe in meinem Buch Götterdämmerung ausführlich darüber geschrieben und auch die Zitate aus alten Schriften zitiert. Von Südamerika, Nazca, Pumapunku, einen weiten Sprung über den südamerikanischen Kontinent und über den Atlantik, übers Mittelmeer und wir landen in Ägypten. Dort gibt es wieder so eine Tempelanlage, bei der man beweisen kann, dass die offizielle Datierung nicht stimmt. Wir sind hier in Abydos. Abydos liegt am Nil, die meisten Tempel liegen am Nil. Abydos ist definitiv erbaut worden von Sethos dem Ersten, Größenordnung so 1300 vor Christus. Wenn Sie, verehrte Gäste, je in Abydos sind, laufen Sie an der anderen Seite, der Rückseite des Tempels, bitte hinaus, ein bisschen ein Loch hinunter, und dann sehen Sie tiefer, auf einem tieferen Niveau als der Tempel von Abydos, eine Anlage, die verschlägt einem die Sprache. Die Fachwelt sagt dazu Osirion. Der Gott Osiris hatte einen Bruder und der Bruder der Seth war dem Osiris böse, neidisch zugetan, hat ihn ermordet. Der Körper ist zerstückelt worden, an verschiedenen Teilen Ägyptens vergraben worden und der Kopf des Osiris soll hier begraben worden sein. Das nennt man das Osirion. Das Nilwasser drückt noch durch. So sieht man, wie tief im Boden diese Anlage liegt. Und jetzt achten Sie mal auf die Präzision. Das soll steinzeitliche Arbeit sein. Die Blöcke hier, die Balken, die Querbalken, sind bis zu 40 Tonnen schwer. Der Granit kommt definitiv aus Aswan, ein paar hundert Kilometer von hier entfernt. Dazwischen Wüste und der Nil. Auf dem Nil gab es mehrere Katarakte, sogenannte Stromschnellen. Heute sind das Schleusen für die Schifffahrt. Die Steinzeitler müssen diese gigantischen Blöcke transportiert haben, von den Flößen runtergenommen haben, wieder aufgeladen haben. Sie müssen die Technologie gehabt haben, diese Präzisionsarbeit zu leisten. Das ist wie Stonehenge in England. Und niemand weiß, wie alt diese Anlage ist. Auch die Archäologen schweigen hier. Ich kenne Ägyptologen, die mir sagen, dieses Osirion in Abydos sei der älteste ägyptische Tempel überhaupt. Und wie Sie sehen, die Anlage liegt unten und erst drüber kommen dann die kleinen Steine des Sethos-Tempels von Abydos. In der Evolution der Technologie stimmt hier etwas nicht.
Die Menschen lernen doch klein, klein zu arbeiten und da werden sie immer raffinierter. Man lernt, wie man größere Blöcke transportieren kann. Man lernt, wie man die Kranen, die Hebel, die Seilwinden hat, um die größeren Blöcke einzupassen. Aber hier ist diese Evolution der Technologie auf den Kopf gestellt worden. Denn die ältesten Blöcke sind die präzisesten, die am schwersten zu bearbeitenden, am schwersten zu transportierenden. Hinterher, bei Sethos, kommt nur noch Kram leicht zu machen. Es müsste genau umgekehrt sein. Die Datierung stimmt nicht. Von Südamerika, Nazca, Pumapunku, ein Riesensprung über den Atlantischen Ozean, quer übers Mittelmeer nach Ägypten. Wir stehen hier vor dem berühmtesten und wohl umstrittensten Monument des alten Ägypten, der Cheops-Pyramide. Dieser Cheops, der gehört zur vierten Dynastie, rund 2500 vor Christus, also ab heute rund 4500 Jahre zurück. Und jetzt möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, auf etwas ganz Verblüffendes aufmerksam machen. Dieses Bild hier ist nicht die Cheops-Pyramide. Wir sind etwa 30 Kilometer von der Cheops-Pyramide entfernt. Und wenn man näher darauf zukommt, sieht man, die ganze Pyramide ist ein einziger Schrotthaufen. Ausgewaschen, als ob hier 500 Jahre lang Wasser drüber gestanden habe. Man kommt noch näher. Man sagt sich, ist da drin überhaupt noch etwas? Ist das alles zusammengestürzt? Wem gehört denn diese Pyramide? Diese Pyramide gehört dem Vater von Cheops. Der Typ hieß Snorfu. Und da drin schaut es genauso perfekt aus wie in der späteren Cheops-Pyramide. Wir sind jetzt in der Snorfu-Pyramide und jetzt sind wir in der Cheops-Pyramide. Diese riesige Anlage innerhalb der Cheops-Pyramide nennt man die große Galerie. Steinbalken bis zu 50 Tonnen sind schräg nach oben verbaut worden. Sie kriegen keine Rasierklingen dazwischen. Absolut sensationell. Aber Cheops soll der Erste gewesen sein, der das gemacht hat. Stimmt doch gar nicht. Sein Vater, Snorfu, hat ja dasselbe auch schon gemacht. Dieser Snorfu kam schnurstracks aus der Steinzeit. Die Datierung kann nicht stimmen. Cheops war gar nicht der Erste. Aber Snorfu, woher hatte der die technischen Mittel? Innerhalb seines Geröllhaufens ein derartig perfektes Bauwerk, eben eine große Galerie zu machen. Hier ist Snorfu, hier Cheops. Da gab es im alten Ägypten einen Priester und Historiker, der hieß Maneto. Der hat sehr viel geschrieben. Manetos Bücher gibt es nicht mehr, aber der spätere Kirchenfürst Eusebius von Caesarea hat Gott sei Dank viel, viel Material von Maneto übernommen. Und Maneto zählt in seinen Schriften 200 Pharaonen auf, mit Namen, von denen kein einziger in der offiziellen ägyptischen Archäologie existiert. Ja, was sind denn die? Ist das tatsächlich Snorfu, was wir gesehen haben? Genauso ein Rätsel, dieses Loch hier. Jetzt bin ich wieder in der großen Pyramide, in der von Cheops, und zwar in der sogenannten Königinnenkammer. Das ist die kleinere der beiden Kammern. In der Südwand dieses Loch. Dasselbe Loch übrigens, quer gegenüber in der Nordwand, Millimeter genau auf derselben Höhe. Dieses Loch kennt man schon lange. Das ist nichts Neues. Man glaubte immer, das Loch sei so eine Art Luftschacht. Es kam nur nie Luft raus. Vor einigen Jahren ist ein junger deutscher Ingenieur, Rudolf Gantenbrink, hergekommen und hat den ägyptischen Behörden gesagt, er würde einen Roboter bauen, in das Loch reinfahren, denn wenn da drin irgendetwas verstopft sei, zum Beispiel durch Hühnerdreck, Federn, Mäuse, würde sein Roboter das reinigen und dann würde wieder Luft reinkommen. Deshalb erhielt er überhaupt die Erlaubnis, mit seinem Roboter da hineinzufahren. Und dann begann ein neues Abenteuer innerhalb der großen Pyramide. Der Roboter trug den Namen Upuaut, wurde in einem Kabel geführt und der Roboter hatte deshalb Raupen, wie bei einem kleinen Panzer, damit er Kraft hat, das Kabel hinter sich herzuziehen. Zuerst mal ging die Strecke 2 Meter horizontal. Dann begann die Steigung im Innern der Pyramide. Was hier auf dem Bild eigentlich recht groß aussieht, ist in Wirklichkeit nur etwa 12 cm Seitenlänge. Der Roboter ratterte da hinauf. Er kam an einer Spinne vorbei. Schade, dass man die Spinne nicht rausgezogen hat, denn die Spinne besteht aus organischem Material. Dann hätte man eine perfekte Altersdatierung machen können.
Dauernd wiederum änderten die Gesteinsschichten. Mal war es Sandstein, dann kamen torähnliche Öffnungen aus unterschiedlichen Steinen. Man stieß auf Granit, man stieß sogar auf Alabaster. Dann wiederum war etwas, als wär's Mörtel, als wär's zusammengekittet worden, so eine Art primitiver Beton. Die Steine änderten ständig. Vereinzelte kleine Platten waren von der Decke gestürzt, lagen nebendran. Der Roboter kämpfte sich höher und höher, schräg nach oben im Innern dieses Schachtes. Hier sehen Sie diese Mörtelpassage. Übrigens bleibt es unerklärlich, wieso die Erbauer unterschiedliche Gesteinsarten verwendet haben. Denn das Ganze ist ja entstanden während dem Bau der Pyramide. Es geht nicht andersrum. Sie können nicht zuerst die Pyramide fertig machen und dann kommt ein Pharao oder Baumeister und sagt, stopp, ich brauche noch einen Schacht quer nach oben. Das funktioniert nicht bei 12 cm Seitenlänge. Da kriegen Sie auch keine Lilliputaner mehr in den Schacht rein mit Meißel und Hammer. Nach rund 60 Metern Fahrt, schräg nach oben im Innern der Pyramide, entdeckte der Roboter ein kleines Türchen. Das Türchen hatte zwei Beschläge. Der linke war abgebrochen, der linke Beschlag. Man fand den Beschlag unten rechts. Und weil das zu Cheops-Zeiten geschehen sein soll, nahm man automatisch an, es muss sich um Kupfer handeln. Etwas anderes hätte es zu Cheops-Zeiten gar nicht gegeben. Wiederum später ist dieses kleine Stück rausgezogen worden durch einen anderen Roboter. Ich habe mich sehr genau erkundigt, was hat eigentlich die Analyse ergeben? Die Metallanalyse. Zu meiner Verblüffung musste ich hören, das Stück sei verloren gegangen. Da bleibt die Frage immer noch offen, war es tatsächlich Kupfer? Hier das abgebrochene Teil. Vielleicht kann man es umdrehen, wie einen Schalter. Übrigens, das kleine Türchen hier liegt nicht vollständig am Boden auf. Sie sehen einen Laserstrahl, der jetzt gerade unter dem Türchen versinkt. Die Wände rechts und links ist Alabaster. Alabaster schaut aus wie weißer Marmor. In Ägypten wimmelt es von Alabastervorkommen. Die Entdeckung ist inzwischen über 10 Jahre alt. Die Ägyptologie wollte von Rudolf Gantenbrink nichts mehr wissen. Man wollte ihn buchstäblich loswerden. Man hat ihm vorgeworfen, wegen ihm sei das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen. Erstens stimmt das nicht, das war nicht Rudolf Gantenbrink, der an die Presse ging. Die undichte Quelle war in London. Und zweitens ist dort die Frage berechtigt, wieso soll es denn nicht an die Öffentlichkeit kommen? Was ist denn hier geheim zu halten? Nachdem die Altertumsverwaltung den Rudolf Gantenbrink ausgebotet hatte, meldete sich die reiche amerikanische Gesellschaft National Geographic Society. Die bauten einen neuen Roboter. Und der Roboter der National Geographic Society hatte vorne einen Bohrer. Zweck war, ein Loch durch das Türchen zu machen, um zu sehen, was hinter dem Türchen zum Vorschein kam. Die National Geographic-Leute hatten einen Vertrag mit der Altertumsverwaltung in Kairo. Nach diesem Vertrag durfte nur veröffentlicht werden, was die Altertumsverwaltung in Kairo genehmigt hatte. Vor einigen Jahren, in einer nächtlichen Sendung, hat man dem Weltpublikum vorgemacht, was man hier zu sehen bekomme, sei live. Das Wort live war stets eingeblendet. Auch das war nicht ganz sauber. Die Sendung ist schon vorher produziert worden. Durch das Loch durch wurde eine Kamera geschoben. 23 cm hinter dem ersten Türchen kam eine zweite Tür zum Vorschein. Schien genauso zu sein wie die erste. National Geographic durfte nicht veröffentlichen, was sie wollten. Sie haben zwar ein paar Seiten in ihrem Heft National Geographic gebracht, aber nicht alles, was sie wollten. Und deshalb sind die Amerikaner auch ausgestiegen. Wiederum Jahre später kam ein reicher Herr aus Singapur. Der hat einen neuen Roboter gebaut. Nach den zweiten Türchen hat man ein Loch gebohrt, hat ein Endoskop durchgeschoben. Mit dem Endoskop können Sie auch in den Magen fahren, um zu schauen, wie es in Ihrem Innern des Leibes ausschaut. Und siehe da, seit dieser Geschichte, seit dem Roboter aus Singapur, hat man in der Öffentlichkeit nichts mehr gehört. Ich habe auch nie mehr Bilder zu sehen bekommen. Aber ich weiß, was passiert ist. Aus sogenannter gut unterrichteter Quelle weiß ich, was geschehen ist. Der Roboter hat ein Loch gebohrt und wieder 23 cm hinter dem zweiten Türchen tauchte eine Wand auf und auf der Wand befand sich ein Schriftzeichen, das nicht hieroglyphisch ist. Was bedeutet das?
Die alten Ägypter haben ihre herrlichen hieroglyphischen Geschichten. Und jetzt taucht ein Zeichen auf, das nicht in ihrer Schrift ist. Jetzt hat man Probleme. War denn noch irgendein anderes Volk, eine andere Kultur beim Bau der Pyramide beteiligt? Nicht nur die Ägypter. Selbst wenn ich demnächst Bilder sehe von dem dritten Türchen, nach dem, was ich in der Vergangenheit gelehrt habe, wie die Altertumsverwaltung mit der Wahrheit umgeht, ich würde den nächsten Bildern nicht trauen, bis ich absolut sicher bin, das sind jetzt Originalaufnahmen. Doch die große Pyramide enthält ohnehin noch ein paar andere Rätsel. Im Jahre 823 nach Christus war die große Pyramide mit Steinen abgedeckt, mit wunderbaren Platten. Der damalige Herrscher, der Kalif Al-Mamun, wollte unbedingt rein. Wegen den Steinen konnte er nicht rein. Es ließ er seine Leute meißeln, draußen an diesen Steinplatten. Und die kamen nicht weiter. Man hat eine List angewendet, man hat Feuer gemacht unter den Pyramidensteinen. 3-4 Tage lang ist das Feuer angefacht worden. Die Steine wurden heiß, jetzt entstanden die ersten Risse. Und so konnte man den Meißel ansetzen und hineingehen in die große Pyramide. Heute, wenn der Tourist reingeht, geht er immer noch in diesen Schacht, der von Al-Mamun gemacht worden ist. Sie sehen, man kommt sich eigentlich vor wie in einem Gebirgsstollen. Man hat nicht den Eindruck, in einer großen Pyramide zu sein. Das Rätsel aber ist unter der Pyramide. Da führt zum einen ein Schacht rauf. Den haben Sie vorher gesehen, die sogenannte große Galerie im Vergleich mit Khufu, mit dem Vater von Cheops. Es gibt aber einen Schacht unter die Pyramide. Das ist das Teilstück hier. Die Strecke ist 138 Meter lang. Wenn man senkrecht betrachten würde, wären sie rund 35 Meter unter dem Sockel der großen Pyramide. Und da ist eine Grabkammer, die nennt man unvollendete Grabkammer. Jetzt beginnt das Rätselraten schon wieder. Wieso unvollendete Grabkammer? Wieso lässt ein Pharao ein Loch unter die Pyramide graben und dann braucht man es nicht? Ich war mehrmals da unten, sehr heiß und stickig. Am liebsten läuft man in den Unterhosen rauf. Hab auch mit Gummihämmern die Wände abgeklappt. Manchmal klingt es ein bisschen hohl. Man hat den Eindruck, man ist noch nicht am Ende. Aber man kommt nicht weiter. Und von dieser unvollendeten Grabkammer geht's noch tiefer hinunter. So rund 3 Meter. Mit der Kamera kann man es einigermaßen erkennen. Was war das? Übrigens ziemlich im Zentrum, unter der Spitze der großen Pyramide. Was sollte das sein? Wir haben keine Antwort, nur Widersprüche. Auch in den archäologischen Lehrbüchern wimmelt's von Widersprüchen, was diese sogenannte unvollendete Grabkammer angeht. Das nächste unterirdische Rätsel liegt unter der Pyramide von Saqqara. Laut Fachmeinung ist das die älteste Pyramide, die Stufenpyramide von Saqqara. Täglich sind hier Tausende von Touristen. Sie starren hinaus in die Wüste und keiner der Touristen ahnt auch nur, dass unter seinen Füßen unterirdische Anlagen liegen. Und zwar kilometerlange Schächte, oft doppelstöckig, so breit, sie können getrost mit dem Traktor reinfahren. Rechts und links der unterirdischen Anlagen Nischen. Und in diesen Nischen drin die gewaltigsten Sarkophage, die die Menschheit je gesehen hat. Man nennt die Anlage Seraphäum, ist ein zusammengesetztes Wort Seraphis aus dem Griechischen. Gemeint sind eigentlich heilige Stiere. Sie sehen, die Tunnels sind tatsächlich so breit, dass man mit dem Traktor reinfahren könnte. Und dann die Nischen, die wurden vorher ausgebuddelt von den Bauern damals. Jetzt muss man sich mal vorstellen, irgendeine Mannschaft haut mit Steinhämmern, von mir aus Kupfer, Eisen spielt keine Rolle, unterirdische Tunnels. Rechts und links macht man Nischen. Dann holt man aus Assuan liegt rund 1000 Kilometer von hier entfernt, den härtesten Granit heran, den die alten Ägypter kannten. Die 1000 Kilometer auf dem Nil waren ursprünglich unterbrochen durch 4 sogenannte Stromschnellen. Heute sind da Schleusen für die Schifffahrt. Die Alten mussten also 4-mal die Schwergewichte von den Flößen wegzehren, aufs Land, ein paar Kilometer weiter, dann wieder auf die Flöße und hierunter nach Saqqara. Dann poliert und schleift man diese riesigen Sarkophage in der Präzision, wie Sie es hier sehen. Die Frage kommt hier schon wieder. Mit welchen Werkzeugen? Dieser Schliff, diese Sauberkeit. Und wozu das alles? Der Franzose Auguste Mariette, derselbe Typ, der später das Ägyptische Museum begründet hat,
war der Erste, der da runterkroch. Purer Zufall übrigens. Es war ein Loch im Boden entstanden durch Sprengungen. Man reichte ihm Fackeln und er war völlig überzeugt, das sind Sarkophage für heilige Stiere. Im alten Ägypten gab es ganz normale Stiere, aber es gab heilige Stiere. Der heilige Stier hieß Apis. Man nannte ihn den Apis-Stier. Apis soll nach den Überlieferungen nicht auf natürliche Weise entstanden sein, sondern durch einen Strahl des Gottes Ptah. Apis hatte ganz bestimmte Muster auf dem Fell, Muster auf der Zunge und er soll einen Stern auf der Stirne gehabt haben. Apis war ein Ungeheuer, war heilig, geschaffen von den Göttern. Die Menschen durften diesen Apis nicht töten, nicht jagen, nicht häuten, nicht aufessen, nichts. So, der Franzose Auguste Mariette steht vor diesen Sarkophagen, ist überzeugt, solche riesige Sarkophage kann man nur gemacht haben für die heiligen Apis-Stiere. Stemmeisen wurden geholt, die Deckel weggewuchtet. Entweder war gar nichts in den Sarkophagen, sie waren leer, oder sie waren voll mit klebrigem, stinkigem Bitumen. Bitumen ist Asphalt. In Ägypten gibt es tatsächlich natürliche Asphaltseen. Da stinkt's und blubbert's mal. Man hat Spaten geholt, hat den Asphalt rausgestochen in Schubkarren, hat die Schubkarren oben an die Wüste gefahren und ausgekippt. Im Asphalt drin zerhackte Knöchelchen von unterschiedlichen Tieren. Und jetzt wird's unheimlich, verehrte Zuschauer. Die alten Ägypter haben jede Lebensform mumifiziert. Nicht etwa nur Menschen oder meinetwegen höher gestellte Menschen wie Pharaonen. Jeder wollte mumifiziert werden. Die alten Ägypter hatten Fische mumifiziert, selbstverständlich Krokodile, Vögel, Millionen von mumifizierten Vögeln hat man unter Saqqara oder in anderen unterirdischen Tunnels gefunden. Sogar kleine Lebensformen wie Skorpione, einfach alles, Hunde, Krebse, alles ist mumifiziert worden. Wieso eigentlich? Sie waren überzeugt von der Wiedergeburt. Sie meinten, der Körper müsse erhalten bleiben, damit die Seele, wir sagen Seele, sie nannten es anders, sie sagten Kra und Ba, damit die Seele wieder in einen neuen Körper gehen könne. Und was findet man in den Sarkophagen hier? Zerhackte Knochen. Das passt doch nicht. Der Körper musste ja erhalten bleiben. Man stelle sich nur nochmals die Arbeit vor. Unterirdische Tunnels, aus Saqqara die Schwergewichte, dann die Präzision, die Politur und wozu diese Arbeit? Um zerhackte Knochen reinzuschmeißen. Und dann noch schmierigen, klebrigen Asphalt obendrauf und übrigens einen 40-Tonnen-Deckel zum Abschluss. Irgendwas geht hier nicht auf was. Ich habe vorhin diesen Priester Maneto erwähnt, der Maneto über den Eusebius, der Kirchenfürst, geschrieben hat. Maneto behauptet in seinen Werken, die damaligen Götter hätten Mischwesen gemacht. Wie bitte Mischwesen? Was soll denn das sein? Ja, mindestens ein Mischwesen kennt jeder von Ihnen. Die Sphinx, der Sphinx, Menschenkopf, Löwenkörper. Mischwesen ganz anderer Art gibt es aber nicht nur in der Literatur, sondern in jedem größeren Museum, hier von Sumeren, von Babylonien. Man nennt diese Dinger, die Sie hier sehen, geflügelte Genien. Was soll das sein? In der Mitte zwischen den beiden Mischwesen steht etwas, die Fachleute sprechen vom Lebensbaum. Die geflügelten Genien arbeiten am Lebensbaum. Was für einem Lebensbaum? Eigentlich, streng genommen, gibt es keinen Lebensbaum. So eine Erfindung aus der Psychologie. Was machen die hier? Haben Sie mal eine DNS-Spirale gesehen? Unser ganzer Körper ist aus Zellen zusammengesetzt. Und in den Zellen drin, die DNS. Die DNS ist der Informationsträger. Jeder Genetiker heute kann die DNS ändern. Man ändert die Basenreihenfolge aus dem DNS-Molekül, das ist ein Riesenmolekül, ersetzt es durch andere und dadurch entsteht ein anderes Wesen. Jeder Genetiker heute könnte Mischwesen machen. Und sowas soll es im Altertum gegeben haben? Zumindest laut Maneto, übrigens auch Diodor, Strabon, Plutarch, Herodot. Das sind alles Historiker, die vor 2000 und mehr Jahren in Ägypten waren und geschrieben haben. Die reden alle auch von Mischwesen. Und es gibt prächtige Darstellungen. Auf dem schwarzen Obelisken von Salamazar II. Steht heute im Britischen Museum in London. Sehen Sie Mischwesen. Dass die gelebt haben, erkennt man an der kurzen Leine. Straff gezogen vom Wächter. Und es sind keine Affen, wie man uns versucht hat einzureden. Die nächsten Mischwesen, gleich zwei, werden an der Kette gehalten. Sie müssen also gelebt haben. Der eine hat lockiges Haar.
gespreizte Finger. Und der zweite lutscht am Daumen. Mischwesen? Die Sphinx, der Sphinx, das Sphinx, Mischwesen? Was hat das alles mit den Sarkophagen im Seraphäum zu tun? Verehrte Gäste, wenn Sie meiner Hypothese folgen, dann gab es mal ein Mutterraumschiff. Und daraus kamen kleine Zubringerraumschiffe und daraus die Ethnologen. Die haben ein paar Menschengruppen studiert, haben den ersten Menschen ein bisschen geholfen, genauso wie es auch in der ägyptischen Überlieferung steht. Diodor von Sizilien beispielsweise sagt, es seien die Götter gewesen, die den Menschen beigebracht hätten, die Schrift, das Lesen, die Kunst, die Werkzeuge, die Eisenverarbeitung etc. Und nicht nur Diodor sagt das, verschiedene anderen auch. Außerirdische kennen selbstverständlich ganz andere Planeten als nur die Erde. Da gibt es Planeten, die sind weiter weg von der Sonne. Es ist kälter oder näher dran, es ist ein bisschen wärmer. Es gibt Planeten, die sind viel größer. Also von der Gravitation her wird man angezogen oder abgestoßen. Wir könnten auf dem Mond große Sprünge tun. Auf dem Jupiter würden wir gleich zu Brei zerquetscht. Diese fremden galaktischen Besucher sehen hier auf der Erde am Nil irgendein Vieh dahin liegen, vor sich hin dösen mit einem Schuppenpanzer. Das Krokodil. Das Tier sieht aus, als wäre es hitzeunempfindlich. Und dann erleben sie nachts, wie zum Beispiel ein Löwe eine Gazelle schlägt. Und die Fremden sagen sich, wie wäre es, wenn wir die Eigenschaften dieser beiden Tiere mischen. Die Hitzeunempfindlichkeit mit dem Schuppenpanzer und die Kraft, die Muskeln, die Geschwindigkeit des Löwen. Und so entstehen Mischwesen. Dieser heilige Apis, dieses Ungeheuer, wäre so ein Mischwesen gewesen. Es ist ja nicht auf natürliche Weise durch einen Geschlechtsakt entstanden. Der Gott Ptah hat diesen Apis gemacht. Die Götter beobachten die Fähigkeiten, die Eigenschaften dieser Wesen und eines Tages rauschen sie wieder ab. Dazu müssen sie keine Mischwesen an Bord nehmen, wäre ja lächerlich. Ein klein bisschen DNA, das sind vielleicht gerade mal 2 Gramm Gewicht in einem Fläschchen, reicht. Aber diese Monstren leben immer noch auf der Erde. Die Menschen haben Angst vor ihnen. Es sind heilige Tiere. Sie dürfen sie nicht töten, nicht aufessen, nicht häuten. Jetzt warten die Menschen, bis diese Ungeheuer eines natürlichen Todes gestorben sind. Und dann spielt die Arbeit keine Rolle mehr. In Saqqara werden unterirdische Tunnels gebaut. Aus Aswan, aus 1000 Kilometern Distanz, holt man den härtesten Granit. Poliert, schleift ihn, transportiert ihn irgendwie in die unterirdischen Nischen rein. Sie können übrigens die Sarkophage nicht von oben runtergelassen haben, mit einem Seilzug. Der Fels ist geschlossen. Wozu? Man zerhackt die Knochen dieser Mischwesen, die auf natürliche Weise gestorben sind. Man zerhackt sie, schmeißt sie in die riesigen Bottiche rein, um sicher zu gehen, schmierigen, klebrigen Asphalt obendrauf und einem 40-Tonnen-Deckel. Die unterirdische Anlage in Saqqara wäre nach meiner Betrachtung kein Ort der Wiedergeburt, sondern genau das Gegenteil. Das war ein Gefängnis. Diese Ungeheuer sollten nie mehr wiedergeboren werden. Das war der Gedanke dahinter. Natürlich könnte ich nicht so operieren, hätte ich nicht die zerhackten Knochen, hätte ich nicht die unterirdischen Anlagen, hätte ich nicht den Bitumen, den schmierigen Asphalt und die 40-Tonnen-Deckel. Und wüsste ich nicht, und das wird jeder Ägyptologe zugestehen, dass es eine Sünde gewesen wäre, Blasphemie, im alten Ägypten irgendwelche Knochen zu zerhacken. Schließlich wollte jeder wiedergeboren werden. Ich habe anfänglich gesagt, ich möchte nicht nur Altes, was man schon kennt, wiederholen, sondern das Neue ergänzen. Was gibt es denn Neues dazu? Vor rund 2500 Jahrtausenden war der griechische Historiker Herodot in Ägypten. Und er behauptete im 2. Buch seiner Historien, unter der großen Pyramide befinde sich ein See und in diesem See drin liege ein Sarkophag. Seit 2500 Jahrtausenden lacht die Menschheit darüber. So ein Blödsinn, die Wüste, alles ausgetrocknet. Wie soll da unten ein See sein? Ganz neu kennt man diesen See. Ich war da unten. Der Einstieg ist ganz einfach. Ein breites Loch. Man kann mit einer Treppe oder mit einer Leiter runterklettern, rausgemeißelt aus dem Fels heraus. Dann kommt ein Zwischenstück. Eine Strecke hinunter, die ist auch noch senkrecht, aber immerhin so breit, dass also 2 Leitern nebeneinander Platz haben.
Rechts und links stößt man noch nicht an die Wände. Selbstverständlich sind die Eisenleitern aus unserer Zeit. Die sind nicht aus der tiefen Vergangenheit. Wiederum kommt ein Zwischenraum. Das ist der Raum, wo wir jetzt mit der Computeranimation draufgehen. Und da drin liegen ein paar Sarkophage. Den da versteht man überhaupt nicht, weil der ist aus Basalt. Basalt ist Vulkangestein. Man weiß nicht, wie ein Sarkophag aus Basalt da hinunterkommt. Die Sarkophage sind sauber ausgeschnitten, immerhin nicht so präzise wie vorhin im Seraphäum. Das war eine einzigartige Arbeit. Jetzt geht's noch tiefer. Die nächste Strecke ist so eng, dass nur noch eine Leiter Platz hat. Jetzt stößt man rechts und links bereits mit den Ellbogen an. Noch tiefer hinunter gelangt man in einen unterirdischen Raum. Und da unten ist tatsächlich Wasser. Glasklares Wasser. Im Wasser drin ein Sarkophag. Sie werden ihn gleich sehen. Der alte Herodot hatte recht. Da sehen Sie die Konturen des Sarkophages im Wasser drin. Man hat mir erklärt, dass man den Sarkophag entdeckt habe, sei er bereits offen und leer gewesen. Ob es stimmt, kann ich natürlich nicht überprüfen. Immerhin, von dieser unterirdischen Anlage an mit dem Wasser geht's noch tiefer. Verschiedene Schächte, die man zurzeit nicht begehen kann, weil sie voll sind mit Wasser. Dazu müsste man Taucheranzüge haben. Das wiederum funktioniert in der Praxis nicht, denn die Schächte sind zu klein. Ein Taucher mit seinen Flaschen hätte keinen Platz mehr in den Schächten. Von hier aus geht's noch tiefer. Und all das ist künstlich angelegt worden. Es ist keine natürliche Gruft. Wie hat man den Fels rausgehauen? Die Decke. Das Material splittert zu Boden. Man muss es den engen Schacht, wo nur noch eine Leiter Platz hatte, hinaufbuxieren. Und wozu das Ganze? Ein neues Rätsel unter der großen Pyramide. Und ich befürchte, die Rätsel hören nicht mehr auf. Es geht immer weiter. Was mich dabei ärgert, ist genau wie im Europa der Steinzeit. Wieso hört man eigentlich nie was darüber? Wieso wird nicht mit offener Kamera Journalistik betrieben? Anderswo geht's doch auch. Wieso wird in Ägypten bei jeder Entdeckung Geheimniskrämerei gemacht? Ich kenne Schweizer, Deutsche und österreichische Ägyptologen, die nichts von dieser unterirdischen Anlage wissen. Geschweige denn jemals da unten waren. Es gibt sie, die Dinger, und wir sollten offen darüber reden und sie nicht unter den Teppich kehren. Ich habe Ihnen Rätsel in Europa gezeigt, Rätsel in Südamerika, Nazca, Puma, Punku. Wir waren in Ägypten, das Osirion ist definitiv älter, es stimmt was mit der Datierung nicht. Snorfu, der Vater von Cheops, hatte bereits eine große Galerie. Jetzt haben wir einen unterirdischen See gefunden unter der großen Pyramide und bestätigen damit den alten Historiker Herodot, der immerhin schon vor 2.500 Jahren darüber geschrieben hat. Aber wie sieht es eigentlich aus in Zentralamerika? Da lebten die Maya. Die Maya sind zwar relativ jung. Als die Spanier vor rund 400 Jahren kamen, fand man im Maya-Land Pyramiden und Tempel. Die Spanier haben die Pyramiden zum Teil zerstört. Einen großen Teil der Tempelanlagen haben sie kaputt gemacht. Aus den Steinen hier wurden Straßen, christliche Kirchen, Kathedralen, Regierungsgebäude. Man hat übrigens tausende von Handschriften gefunden bei den Maya. Mit spitzen Pinseln, vierfarbig auf zwei Seiten, so auf eine Art Pergament aufgetragen. Die Spanier haben die Priester ermordet, sie haben die Jünglinge gefoltert. Alle Handschriften mussten an öffentlichen Plätzen zusammengetragen werden. Man hat sie alle angezündet. Durch irgendeinen Zufall, man weiß heute noch nicht welchen, haben drei Handschriften überlebt. Eine Handschrift liegt heute in Paris, die andere in Madrid und die dritte in Dresden. Deshalb spricht man vom Pariser Kodex, vom Madrider Kodex und vom Dresdner Kodex. Was im Pariser und Madrider Kodex steht, versteht niemand. Auch die Fachleute werden nicht schlau draus. Dresdner Kodex hingegen ist Mathematik und ist Kalender. Da versteht man zumindest einen großen Teil davon. Denn das mathematische und das kalendarische System der Maya ist bekannt. Jedes Volk der Welt hat einen Kalender. Und jeder Kalender hat einen Startschuss. Der Startschuss des Kalenders ist für die betreffende Kultur unglaublich wichtig. Für die Christen ist es die Geburt von Jesu gewesen,
vor 2010 Jahren. Die Muslime wiederum haben einen anderen Kalender. Er beginnt im Jahr 622 nach Christus. Damals entschloss sich Mohammed, von Mekka nach Medina überzusiedeln. Die große jüdische Weltgemeinschaft, wiederum älter als die anderen, haben einen anderen Kalender. Ihr Kalender ist inzwischen rund 5700 Jahre alt, beginnt schon 3400 irgendwas vor Christus. Der Startschuss ihres Kalenders war die Erschaffung der Welt. So, der Startschuss ist immer wichtig. Auch in Zentralamerika hatten die Maya ihren eigenen Kalender. Und den Maya-Kalender kann man umrechnen auf unseren Kalender. Der Startschuss des Maya-Kalenders ist der 13. August 3114 vor Christus. Dabei hatten die Maya ein völlig anderes System als wir. Die kleinste Einheit war so etwas wie eine Woche. Die Woche hatte 13 Tage. Und jeder Zuschauer versteht sofort, ein einzelner Punkt steht für 1, 2 Punkte sind 2 und so weiter. Ein Querstrich ist 5. Wenn Sie also den 6 zeichnen wollen, machen Sie einen Querstrich und einen Punkt. Die zweite Einheit, größere Einheit, war so etwas wie ein Monat, hatte 20 Tage. Jetzt muss man den großen und den kleinen Kalenderrad zusammenbringen, macht wiederum einen Querstrich, lässt die beiden Räder laufen. Wie lange dauert es, bis der Querstrich wieder aufeinander kommt? Es sind ganz genau 260 Zähne oder Tage. Die kleinste Einheit im Maya-Kalender waren 260 Tage, die hatten ein Jahr von 260 Tagen. Jetzt weiß jeder bei uns, das kann doch nicht funktionieren. Die Erde dreht sich schließlich in 365 Tagen um die Sonne. Mit einem 260-Tage-Kalender kann man in der Praxis nichts anfangen. Da ist nie Frühling, Herbst, Winter, heiß oder kalt. Deshalb nannten die Maya diesen 260-Tage-Kalender den heiligen Kalender. Nach diesem Rhythmus von 260 Tagen liefen alle religiösen Festlichkeiten ab. Aber die Maya-Priester beherrschte eine perfekte Astronomie. Die wussten, dass die Erde sich um die Sonne dreht in 365 Komma Schaltjahre, Tagen. Sie hatten 8 Stellen hinter dem Komma. Die 3 letzten Stellen des Maya-Kalenders sind heute noch präziser als die unserer Kalender. Jetzt müssen Sie sich wieder ein Zahnrad vorstellen. Diesmal hat es 365 Tage. Wieder das Spiel mit der roten Markierung. Jetzt lässt man alle 3 Zahnräder laufen. Wie lange dauert es denn jetzt, bis die rote Markierung wieder aufeinander trifft? Es sind genau 18.980 Tage. In der Maya-Archäologie nennt man das Calendar Round, eine runde Kalenderperiode. 18.980 Tage. Praktisch heißt das, das große Zahnrad, das hat 365 Tage, hat sich 52 Mal gedreht. Das kleinere Zahnrad, das mit 20 Tagen, hat sich 73 Mal gedreht. 52 Erdenjahre entsprechen 73 Götterjahren. Die Zahl 52 war bei den Maya heilig. Jetzt haben sie Maya fertiggebracht, ihre Kalenderwissenschaft in die Tatsachen, in die Bauwerke umzubauen. Das ist die Pyramide von Chichen Itza. Die liegt nicht etwa wie die Pyramide in Ägypten genau Nord-Süd ausgerichtet, sondern die Nord-Süd-Achse läuft quer durch das Bauwerk. Und jedes Jahr am 21. März und 21. September ereignet sich ein Wunder. Die Sonne geht auf durch die astronomische Ausrichtung, durch die Abstufungen entsteht genau auf der Treppe, auf der Gott Kukulkan dargestellt ist, ein Band aus Licht und Schatten. Je höher die Sonne steigt auf der von der Sonne beschienenen Seite, umso mehr klettert das Licht- und Schattenband auf der dunklen Seite, exakt auf der Treppe der Pyramide hinunter. Gott Kukulkan ist zu den Menschen herniedergestiegen. Und 6 Monate später umgekehrt. Diesmal beim Sonnenuntergang sieht man, wie das Licht- und Schattenspiel sich die Treppe hinaufschlängelt. Gott Kukulkan ist wieder gegangen, hat die Menschen verlassen, allerdings mit dem Versprechen einer späteren Wiederkunft. Und dieses Wiederkunftsversprechen ist uralt. Als die Spanier nach Zentralamerika kamen, gab es die Wiederkunftserwartung schon. Die Azteken im Hochland meinten, als sie die Spanier sahen,
das war der Hernando Cortés damals, meinten, das seien zurückgekehrte Götter oder zumindest die Botschafter dieser Götter. Nicht anders in Südamerika. Francisco Pizarro, dieser clevere Schurke, würde ich sagen, zeigte sich etwa 200 Meter vor der peruanischen Küste auf den Schiffsplanken. Er trug damals so ein mittelalterliches Kettenhemd, so geflochtene Ketten. Die Sonne schien, der Typ glitzerte am ganzen Leib. Am Strand unten standen die Inka und die glaubten, der längst erwartete Sohn der Sonne sei gekommen. Sie warfen sich nieder. Die Spanier haben es maßlos missbraucht, in Zentralamerika und in Südamerika. Nicht anders im alten Ägypten. Der älteste Gott ist Osiris. Das Schriftzeichen Osiris, die Glyphe in ägyptischer Schreibweise, ist dasselbe wie das Schriftzeichen Orion. Osiris kam vom Orion. Die alten Ägypter erwarteten die Rückkehr von Osiris aus dem Orion. Damit möchte ich nur sagen, die Wiederkunftserwartung ist keine Erfindung der christlichen Kirche. Das gab es schon längstens vor dem Christentum. Ja, wie haben wir es denn heute? Ich bin katholisch erzogen. Lesen Sie mal den Evangelisten Markus. Da steht, Jesus wird wiederkommen. Wir erwarten die Wiederkunft Jesus mit großer Macht und Herrlichkeit aus den Wolken mit himmlischen Heerscharen. Wir Christen haben ein paar herrliche Feste im Laufe des Kirchenjahres und merken gar nicht, was da abgespielt wird. Weihnachten, die Geburt Jesu, der Grund für den Start des Kalenders. Lichterbäume werden aufgestellt. Das waren Lichterbäume, Lichter, die einst vom Himmel herniederstiegen. Das war ursprünglich ein heidnischer Kult. Wir gehen zu Weihnachtszeiten, die Kirchen und Kathedralen, auf den Weihnachtsmarkt. Und was hören wir da für Lieder? Vom Himmel hoch, da komme ich her. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre. Wir denken gar nicht mehr an den Ursprung dieser Dinge. Durch die Religion und auch die Mythologie sind sie aber erhalten geblieben in unseren Gedanken. Übrigens, der Maya-Kalender begann am 13. August 3114 vor Christus. Was ist denn damals passiert? Wir wissen es. Woher denn? Habe ich nicht gesagt, alle Bücher seien kaputt gemacht worden, bis auf drei, und zwei davon könne man gar nicht lesen? Nehmen Sie mal an, verehrte Zuschauer, unsere christliche Kultur würde übernommen von irgendeiner fremden Kultur. Und die Fremden würden sagen, ihr könnt weiter Industrien bauen und Autos und Autobahnen. Aber eure Bibeln sind falsch. Die Bibeln müssen verschwinden. Jetzt würden Millionen von Bibeln auf dem Scheiterhaufen landen. Aber der gläubige Christ, der Priester, kennt doch den Inhalt der Bibel. Er kann sich also verstecken und kann das alte Wissen auf neuem Papier aufschreiben. Genau das ist in Zentralamerika passiert. So entstanden die sogenannten Chilam-Balam-Bücher. Das sind die Bücher der Jaguar-Priester. Und dort, bezogen auf den Beginn des Maya-Kalenders, kann man im fünften Chilam-Balam-Buch nachlesen, sie stiegen von der Straße der Sterne hernieder. Sie sprachen die magische Sprache der Sterne des Himmels. Wenn Sie das Wort Himmel übersetzen durch Weltall, dann haben Sie es. Ihr Zeichen ist unsere Gewissheit, dass Sie vom Himmel herniederstiegen. Und wenn Sie wieder herniedersteigen, werden Sie neu ordnen, was Sie einst schufen. Irgendwann müssen wir damit rechnen, dass die sogenannten Götter, die Außerirdischen, wiederkommen. Das weiß ich aus der antiken Mythologie, aber auch von einem Augenzeugen, der vor Jahrtausenden dabei war. Da gab es mal vor langer, langer Zeit, niemand weiß wie lange, aber es war definitiv vor der Flut, einen Menschen, den nannte man Henoch. Den Henoch finden Sie in der Bibel ganz kurz, er war der siebte Patriarch vor der Flut. Von Henoch steht in der Bibel kaum etwas, zwei Sätze, dass der Herr ihn mit seinem Körper von der Erde weggenommen habe. Derselbe Henoch ist Autor eines Buches. Das Buch finden Sie nicht in der Bibel, sondern, Sie sehen es hier, die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testamentes. Das sind alles Bruchstücke, kleinere und größere Bruchstücke, die nicht der Bibel einverleibt wurde, die es aber schon vor Jahrtausenden gab. Und darunter ein Buch, das nennt man das Buch Henoch. Woher weiß man das überhaupt? In unserer christlichen Kirche gibt es Henoch nicht in der Bibel, aber die äthiopische Kirche hat Henoch von allem Anfang an in ihren alten Werken gehabt. Vor einigen Jahrhunderten ist mal ein Engländer nach Äthiopien und fand hier ein Buch Henoch. Er konnte die äthiopische Sprache, nahm es mit nach England und so haben dann
die Henoch-Texte die westliche Welt erreicht. Henoch hat Kontakt mit Außerirdischen. Er nennt sie übrigens nie Götter. Er nennt sie die Wächter des Himmels. Und er zählt sogar ihre Namen auf. Er kennt die Namen und die Funktionen. Er weiß, was jeder tat. Er weiß, wer der Astronom war, wer der Meteorologe war. Er weiß, wie der Typ hieß, der den Menschen beibrachte, wie man Metall aus der Erde holt und gießt. Verehrte Zuschauer, ich kenne die Namen der Außerirdischen. Ich weiß, wie die Typen hießen und wer für was zuständig war. Woher denn? Nicht aus irgendeiner Erleuchtung, sondern von Henoch. Was brauchen wir eigentlich noch mehr? Henoch schreibt seine Geschichte in der ersten Person. Es war Abend, schreibt er. Zwei Fremde seien gekommen, nicht von dieser Welt. Die beiden Fremden hätten bereits seine Sprache gesprochen, hätten ihn aufgefordert, er solle sich nicht fürchten. Nichts passiere ihm. Henoch musste seinen Eltern sagen, sie sollen nicht nach ihm suchen. Er würde mit den Fremden gehen, sie würden ihn wieder zurückbringen. Die machen das, laufen raus aus der Hütte und einer der Fremden sagt zum jungen Henoch: Menschensohn, du riechst übel. Der Junge hat vermutlich nach Schweiß gestunken. Jetzt war da ein Bach. Man schickt den Henoch in den Bach, befiehlt ihm, sich gründlich zu waschen. Das tut er. Wie er rauskommt und wieder trocken ist, schmeißt ihm einer der Fremden eine Salbe zu und befiehlt dem jungen Henoch, er soll den ganzen Körper mit der Salbe einreiben. Das tut er dann und riecht an sich und sagt: Siehe, ich roch süß wie Ambrosia und Honig. Jetzt schmeißt ihm einer der Fremden einen Anzug zu. Henoch kann nichts damit anfangen. Der Fremde erklärt ihm, wie man den Anzug anzieht. Wie er drinsteckt, schaut er an sich runter und sagt: Siehe, ich sah aus wie einer von ihnen. Ja, mich wundert das nicht. Jetzt steckt er im selben Overall. Schließlich geht's hinauf. Ich würde sagen, mit einem Zubringerraumschiff zum Mutterraumschiff. Henoch versteht überhaupt nichts. Er spricht von einer Fahrt mit den Winden nach oben. Außerhalb der Erde sieht er die Sterne absolut klar. Er sieht riesige Gebilde, die reflektieren im Sternenlicht. Er vergleicht sie mit Kristallen. Türen öffnen sich geheimnisvoll, Türen schließen sich geheimnisvoll. Henoch kommt durch eine Plantage. Wunderbare Früchte, aber auch ganz normale Ackerfrüchte wie Korn wachsen da. Schließlich kommt er in einen großen Raum. In dem Raum ist ein Stuhl. Henoch sagt dazu: ein Thron. Auf dem Thron saß die große Majestät. Die große Majestät erhebt sich, begrüßt den irdischen Henoch mit Handschlag und heißt ihm willkommen. Und dann befiehlt die große Majestät seinen Untergebenen, seinen Leuten, sie sollen diesem jungen Menschen, dem Henoch, ihre Sprache beibringen. Henoch ist bald zweisprachig. Er dient als Dolmetscher zwischen den Menschen und den Fremden. Und dann schreiben sie ihm Bücher, diktieren ihm Bücher. Zuerst mal lernen sie ihm das Schreiben. Wie er schreiben kann, übergeben sie ihm ein Schnellschreibegerät. In gewissen Henoch-Übersetzungen ist die Rede von einem Schnellschreiberohr. Spielt keine Rolle, irgendetwas Technisches, mit dem man schneller schreiben kann. Wie er das beherrscht, diktieren sie ihm Bücher. Was für Bücher? Pure Wissenschaft. Einer der Fremden, der hier mit Namen genannt wird, erklärt Henoch Metallurgie, wie man Metalle aus der Erde herholt, wie man sie schmilzt, was für Temperaturen es braucht. Ein anderer erklärt ihm den Kalender, wie die Erde sich um die Sonne dreht, inklusive Schalttage, Schaltjahre etc. Er erklärt ihm die Phasen des Mondes. Der Fremde sagt zum Henoch: das kleine Licht da oben, ihr Menschen sagt Mond dazu. Der Mond hat kein eigenes Licht, der Mond hat sein Licht von der Sonne. Er erklärt ihm die Mondphasen, die Auf- und Niedergangsphasen etc. Und so weiter und so fort. Henoch schreibt das alles auf. Und wie er alles aufgeschrieben hat in mehreren Büchern, übergibt er diese Bücher seinem Sohn. Steht hier niedergeschrieben, ganz am oben. Und nun, mein Sohn Methusalem, übergebe ich diese Bücher, geschrieben von deines Vaters Hand. Heb sie sorgfältig auf für die zukünftigen Generationen dieser Welt. Was ist aus den Henoch-Büchern geworden? Was haben wir daraus gemacht? Vor rund 150 Jahren haben die ersten westlichen Gelehrten angefangen, Henoch zu übersetzen aus dem ursprünglichen Äthiopischen, später ins Englische, vom Englischen ins Deutsche. Was haben wir daraus gemacht? Die Gelehrten damals, alles brillante Köpfe, jeder kannte mindestens 3, 4 Sprachen, man nennt sie Philologen, nicht Philosophen, sondern Philologen, das sind die Sprachforscher.
Was hat man daraus gemacht? Die glaubten alle, das muss man mit Jesus, mit Gott, mit Erlösung, mit Sünde zu tun haben. Und so hat man in ein Denkmodell hinein etwas getan, was überhaupt bei Henoch nie steht. Beispiel, da kommen am Anfang die beiden Fremden. In der religiösen Fassung heißt es, zwei Engel besuchten Henoch. Die beiden Engel nehmen ihn raus, die sogenannten Engel, und er muss sich waschen. In der religiösen Fassung heißt es, Henoch muss sich stellvertretend für alle Menschen die Sünden vom Leib waschen. Dann kriegt er die Salbe und muss sich einschmieren. In meiner modernen Betrachtungsweise, jetzt wird er desinfiziert. Die religiöse Betrachtung sieht das ganz anders. Jetzt wird er zum Priester gesalbt. Dann kriegt er einen Anzug. In meiner Betrachtung schlicht und einfach ein Overall, der nah am Körper liegt. Denn mit seinen Lumpen konnte er nicht in das Mutterraumschiff raus. Abgesehen von den Bakterien und vom Gestank. Die religiöse Fassung sagt, jetzt wurde Henoch eingekleidet im Priestergewand. Dann geht's nach oben. Die religiöse Betrachtung sagt, das ist Henochs Himmelfahrt. Schließlich kommt er durch die Plantagen. Die religiöse Fassung sagt, Henoch erlebt jetzt das Paradies. Das sind die Zaubergärten. Der liebe Gott entführt Henoch in die Zaubergärten. Schließlich kommt er in den großen Raum. In dem großen Raum ist der Thron und darauf sitzt die große Majestät. Spätestens hier hätten eigentlich alle religiösen Übersetzer merken müssen, dass sie vollkommen auf dem falschen Dampfer fahren. Spätestens jetzt, wenn sie tatsächlich glauben, auf dem Thron sitze der allmächtige, große Gott, der wäre nicht aufgestanden und hätte einem jungen Menschen die Hand geschüttelt. Wir haben alles falsch gemacht, aus unserer religiösen Überlegung heraus. Dabei sind Henoch und andere Texte heute noch klipp und klar zu erkennen. Das Spielchen, verehrte Zuschauer, können Sie selber mal machen. Sie finden in alten Texten zum Beispiel das Wort Engel. Was bitte ist ein Engel? Irgendein Wesen von oben, Angelos, übersetzt Botschafter. Der Engel hat Flügelchen, er fliegt. Oft hat er ein Schwert, zum Beispiel Michael. Natürlich so ein Heiligenschein. Jetzt ersetzen Sie mal das Wort Engel durch Außerirdischer. Erzengel. Setzen Sie ein Anführer einer Gruppe von Außerirdischer. Himmelfahrt. Flug vom Space Shuttle ins Mutterraumschiff. Die große Majestät ist der Kommandant des Raumschiffs und nicht der liebe Gott. Es reicht, wenn Sie 5, 6, 7 Schlüsselworte in alten Texten durch moderne Begriffe ersetzen und Sie verändern den ganzen Text, den ganzen Sinn. Und diese moderne Betrachtungsweise ist viel vernünftiger, viel sinnvoller als die alte Betrachtungsweise, wo man immer angehalten wurde, ja, das musst du glauben, das versteht man nicht, das ist ein Mysterium Gottes. Es gibt kein Mysterium. Und Glaube steht nicht auf dem Boden der Vernunft. Glaube ist etwas annehmen, ohne es beweisen zu können. Ich will weniger glauben und ich will mehr wissen. Und dabei bin ich kein Ungläubiger. Ich bin weit entfernt davon weg, ein Atheist zu sein. Wie geht denn das unter einen Hut? Nehmen Sie mal an, verehrte Zuschauer, zu meinen Gunsten, ich hätte recht. Und da wären vor Jahrtausenden mal Außerirdische da gewesen. Ja und? Die nächste Frage muss doch lauten, wo kamen denn die her? Jetzt kann man sagen, die sind wiederum von einem anderen Sonnensystem infiziert worden. Ja und? Die anderen? Wieder von einem anderen Sonnensystem. Irgendwann, nach Millionen Jahren, landen sie am Ende der Fahnenstange. Jetzt wird man ganz klein, respektvoll, mit der Religion, wird man sagen, hier ist Schöpfung, hier ist Gott. Ich habe den lieben Gott nie verloren. Ich bin einer der wenigen, die jeden Tag noch beten. Aber wir Menschen haben aus dem Gottesbegriff eine Katastrophe gemacht. Jede Religion hat andere Götter, andere Heilsbringer, andere Messiasse. Und in ihrem Namen bekämpfen wir uns, schlagen wir uns gegenseitig tot, angeblich im Auftrag und im Namen des jeweiligen Gottes. Eine Schande. Ich nenne Gott, weil ich es nicht definieren kann, den grandiosen Geist der Schöpfung. Und ich bin ein gläubiger Mensch geblieben. Aber im Buch Henoch geht es nicht um Gott, es geht um Außerirdische. Schließlich kennt Henoch ihre Namen, ihre Funktionen. Er nennt sie auch nicht Gott oder Götter, er nennt sie Wächter des Himmels. Und das sollte uns langsam in einer modernen Zeit klar werden. Da gibt es noch zwei Kleinigkeiten, die mich immer ärgern. Seit bald 50 Jahren werde ich angegriffen. Von wissenschaftlicher Seite höre ich immer dasselbe.
Erstens, es gibt keine Außerirdischen. Wenn es sie gibt, dann sehen sie ganz anders aus als wir. Und zweitens, das sind ja Lichtjahre da draußen im Universum. Und diese Lichtjahre kann man sowieso nicht überbrücken. Nur auf die Schnelle, ich will es nicht lang machen, stimmt denn dieser Einwand? Er stimmt hinten und vorne nicht. Nehmen Sie mal an, ein Raumschiff würde sich mit nur 2% der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wäre 500 Jahre unterwegs, die bauen ein zweites Raumschiff, also gibt es jetzt 2 und dann 4 und dann 8 etc. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von nur 2% der Lichtgeschwindigkeit und einem jeweiligen Stopp von 500 Jahren würden Sie unsere gesamte Milchstraße in 10 Millionen Jahren kolonisieren. Von einem einzigen Punkt aus. Und der ganze Aufwand, den die Menschheit hätte, wäre das erste Mutterraumschiff. Und wenn Sie argumentieren, ja 500 Jahre unterwegs, 2% der Lichtgeschwindigkeit, kein Mensch überlebt 500 Jahre, muss er auch nicht. Diese Dinge betrachtet man als Generationenraumschiffe. An Bord wird gelebt, geliebt, geboren und gestorben. Vielleicht kommt erst die 30. Generation am Ziel an. Es ist zwar grauenhaft langweilig, aber es funktioniert. Man kann sich ausbreiten. Und bisher rede ich nur von unserer Milchstraße. Es wimmelt von Milchstraßen da draußen. In der Schule haben wir mal gelernt, alles begann mit einem Urknall, Big Bang. Jeder Astrophysiker weiß inzwischen, es wimmelt von Big Bangs. Es knallt dauernd da draußen. Es entstehen dauernd neue Universen. Andere verschwinden, die Energie wird abgestrahlt. Wieder ein Urknall an einem anderen Ort. Wir sind alle Bestandteil von einem faszinierenden Universum. Und dahinter steht das, was ich respektvoll grandioser Geist der Schöpfung nenne. Ja, und wieso um alles in der Welt sollen außerirdische Menschen ähnlich sein? Schlicht und einfach, weil irgendwo im Universum mal der Same, die Lebensbausteine der ersten intelligenten Spezies ausgeschickt wurden. Man nennt die Theorie Panspermia. Wir verdanken die Idee dem schwedischen Nobelpreisträger Svante Arrhenius. Der Mann ist schon lange tot. Irgendwo draußen hat die erste lebensintelligente Spezies ihre eigenen Lebensbausteine hinausgeschickt ins Universum. Sie müssen sich vorstellen, Billionen und Aberbillionen von Viren werden hinausgeschleust. Natürlich weiß Nummer 1, dass der größte Teil dieser Lebensbausteine irgendwo in Sonnen verglüht oder auf Planeten anlandet, die überhaupt nichts zu tun haben, dass sie aufgehen könnten. Die Planeten, die zu heiß sind, die zu kalt sind, etc. Ein Bruchteil der Lebensbausteine erreicht ähnliche Welten wie Nummer 1. Und jetzt erst beginnt die Botschaft des Lebens. Hier auf der Erde haben wir den ewigen Streit. Evolution, das ist die darwinische Linie. Selbstverständlich gibt es Evolution. Das kann man auch nachweisen. Der Streit ist, woher hat es begonnen? Hat das ursprüngliche Leben, das in der ersten Zelle, das sich zum ersten Mal vermehrt, hier begonnen? Nein. Die Lebensbotschaft, die Bausteine kamen auf dem Universum, ausgeschickt von irgendwem. Das kann man übrigens belegen in der Literatur. Die alten Religionen sagen alle, die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Wir sind Bestandteil von Panspermia. Das Leben kam von außen, die Evolution hat sich dann entwickelt. Die Evolution hat zwingende Formen. Auf der ganzen Kette hat die Evolution zwingende Formen. Man liest nur nie was davon. Was ist das, der zwingende Form? Eine Lebensform entwickelt sich, meinetwegen zur kleinen Maus. Die Maus hat ein Gehirn und hat Augen. Das Gehirn und die Augen sind immer in kürzester Nähe zusammen. Es geht nicht anders. So wie die Augen etwas erblicken, muss das Gehirn sofort reagieren. Das ist der kürzeste Weg für die Neuronen zur Reaktion. Eine Lebensform entwickelt ein Riechorgan, Nase, Rüssel, irgendwas. Das ist immer erreichbar in der Nähe des Mundes. Sie müssen ja schmecken, bevor Sie fressen, sonst fressen Sie Gift. Eine Lebensform hat sowas wie Armen oder Tentakel. Mindestens eines davon ist immer nach vorne Richtung Augen gerichtet. Geht nicht anders. Sie müssen ja sehen, was Sie packen. Man nennt das zwingende Formen. Auf dem Weg zur technischen Evolution werden diese zwingenden Formen immer enger. Nehmen Sie mal an, Krokodile wären hochintelligent. Mit Krokodilkrallen bedienen Sie keinen Schraubenzieher. Nehmen Sie mal an, Delfine wären hochintelligent. Delfine schwimmen im Wasser und nachts machen sie Sprünge und ziehen kleine Lichtlein da oben. Und der Delfinrad schwimmt zusammen und fragt sich, sind wir die einzige intelligente Spezies oder gibt es da noch andere da draußen? Zu jeder Evolution auf dem Wege zur Intelligenz gehört eine Bestie,
Und gegen diese Bestie hat niemand einen freien Willen. Die Bestie heißt Neugierde. Auch die Delfine zwingt die Neugierde. Irgendwann, ob jetzt 100.000 Jahre früher oder später, wollen sie wissen, was die Lichtlein bedeuten. Sie wollen herausfinden, ob sie alleine sind. Jetzt müssten sie zumindest mal Antennen bauen. Um Antennen zu bauen, müssten sie Metalle gießen. Um Metalle zu gießen, müssten sie Feuer machen. Um Feuer zu machen, müssen sie aus dem Wasser raus. Das sind zwingende Formen. Nehmen Sie mal an, wir Menschen wären soweit, hätten alles entdeckt. Einfach alles. Wir wüssten, wie jedes Gehirn von jedem Tier funktioniert. Wir hätten in der Tiefsee alles erforscht, meinetwegen ein Loch durch die Erde gemacht, wären drüben in Neuseeland rausgekommen. Ja und? Die Lichtlein sind immer noch da oben. Die Neugier, die Bestie, zwingt uns zu fragen, was ist das? Wir werden es herausfinden. Wir wollen es herausfinden. Was Neugierde betrifft, hat keiner einen freien Willen. Das Ganze nennt sich Panspermia. Wir gehören zum Spiel von Panspermia. Weshalb um alles in der Welt tun wir uns so schwer mit diesen Gedanken? Es gibt, verehrte Zuschauer, grundsätzlich zwei Sorten von Menschen auf diesem Planeten. Die eine Gruppe ist religiös, spielt keine Rolle, welcher Religionsgemeinschaft sie angehört. Die andere Gruppe ist eher wissenschaftlich. Den Religiösen hat man beigebracht, der liebe Gott hat alles gemacht. Universum, Sonnensysteme, Planeten etc. Aber aus Krone der Schöpfung hat der liebe Gott uns Menschen gemacht. Die andere Gruppe ist eher die wissenschaftliche, die kennt die ganze Evolutionslehre. Evolution, Mutation, Selektion. Aber an der Spitze der Evolutionsspirale stehen natürlich wir. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir in beiden Fällen, ob Krone der Schöpfung, ob Spitze der Evolution, die Größten sind, die Tollsten? Ja, sowas Sensationelles wie uns Menschen gibt es ja im ganzen Universum nicht mehr. Wir betreiben Nabelschau, pure Egozentrik. Wir sind zu feige. Wir wollen nicht mal im Denkmodell die Möglichkeit eines außerirdischen Einflusses mit einbeziehen. Wenn wir das machen, kippen wir unsere Einzigartigkeit. Ob die wissenschaftliche Betrachtung oder die religiöse, es spielt keine Rolle. Am Ende, 1968 kam mein erstes Buch heraus, Erinnerungen an die Zukunft. Seither kämpfe ich gegen ein Phänomen, ich nenne das Phänomen der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist eine träge, zähfliehende Masse, die sich immer wehrt gegen Veränderungen. Natürlich ist der Zeitgeist kein Geist im Sinne eines Geistes. Und trotzdem existiert der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist die gerade herrschende Vernunft. Wer schützt uns eigentlich vor der gerade herrschenden Vernunft? Es waren immer wieder Denker, die vorausgedacht haben und die von ihrem jeweiligen Zeitgeist erschlagen, ermordet oder sonst wie kaputtgedrückt wurden. Ich wehre mich gegen diesen Zeitgeist. Ich wehre mich gegen die herrschende Vernunft, da wo sie aus neuer Betrachtungsweise unvernünftig ist. Und dazu lade ich Sie alle auch ein. Kämpfen Sie, verehrte Zuschauer, gegen diesen Zeitgeist, gegen diese faule Trägheit des Denkens. Dieser Zeitgeist ist übrigens so stark, dass selbst Politiker oder moralisch groß angesehene Figuren, wie zum Beispiel der Heilige Vater, nichts dagegen tun können. Stellen Sie sich mal vor, irgendein Präsident eines Staates hätte nachts zwei, drei UFOs gesehen. Und am anderen Tag erzählte er das seinen Kabinettskollegen. Der Pressesprecher würde sofort sagen, um Gottes Willen, Herr Präsident, sagen Sie ja nichts der Öffentlichkeit. Sie sind sofort weg vom Fenster. Das ist der Zeitgeist. Selbst eine hohe politische Persönlichkeit kommt nicht durch. Nehmen Sie weiter an. Der Heilige Vater würde von seinem Balkon aus erzählen und da unten wären 200.000 Gläubige. Ich habe gestern Nacht ein seltsames Erlebnis gehabt. Ich durfte zwei Außerirdische begrüßen. Die Gläubigen seiner eigenen Religion, die Kardinäle, die Fürsten sagen, was ist denn mit ihm hier los? Um Gottes Willen, schweigen Sie darüber. Der Zeitgeist ist die Unvernunft. Der Zeitgeist ist das, gegen das wir kämpfen müssen. Immer dann natürlich, wenn die Unvernunft unvernünftig ist. Danke, verehrte Zuschauer, dass Sie mir so lange und so geduldig zugehört haben. Und kämpfen Sie gegen den Zeitgeist. Irgendwann kommen nämlich die Außerirdischen wieder. Und dann wird es vernünftiger,
Man wäre ein bisschen darauf vorbereitet, als man würde von den Tatsachen erschlagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.